Hello, welcome home. Wow, this is now. This is very hot. Oh my gosh, amazing. The sun, which very much sounds like the sun, right? But it's the sun with O. But then what that really all means, you know, is all planets are aligned with each other somehow. How stars collide and how we all become, how we develop, you know, in this world, which is really our home. And also welcome you to that. Willkommen zu Hause. Und auch in Deutsch, in Englisch. Es ist eine Sprache eigentlich, die wir alle verstehen. Actually, kein Ding is really a language we all can understand. So that we can understand each other. Yeah, as we speak from the heart. Really starts there, all from the heart. Heart-to-heart connection, which is also hearts, the point of the group in Africa, helping people to learn how to help each other. But anyway, I'm going to get out of the sun for a minute. My mom is going to come. It's going to be great. Welcome home. You know, thanks for taking your time. You know, get ready for an amazing show. Thank you. Wow, willkommen zu Hause. Hallo. Mal wieder mit Mama. Ich hole gleich ein Eis, es ist so warm. Ja. Ui, ui, ui. Mir ist heiß, ich brauche ein Eis. Ne? Unterhalt mal unsere Gäste, ne? Ich komme gleich zurück, ne? Okay. Alles klar. Oh Mensch, ist euch auch so heiß? Aber wir haben es ja gut, wir haben ja ein Schwimmbad, nicht? Das ist natürlich eine tolle Sache. Aber sowas von Hitze. Die armen Blumen, man kann gar nicht so viel gießen. Die Gießerei geht einem wirklich auch auf den Keks, ne? So, dann haben wir es jetzt. Willkommen zu Hause. Das gebe ich gleich den Löffel. Willkommen zu Hause, willkommen bei Mamas. Wir haben Vanille-Erdbeer oder weiße Schokolade-Himbeer. Weiße Schokolade-Himbeer. Die nehme ich. Okay, also die Dame. Darf ich für dich öffnen? Ja, du darfst. Wir sind ja zuvorkommend. Oh ja, ja. Ja. Ein schönes deutsches Wort, ne? Zuvorkommend, ja. Ich muss meinen deutschen Studenten, dem werde ich das Video auch senden. Ich werde das Video über die ganze Welt, ich bin jetzt sogar bei TikTok. Oh Gott. TikTok, ne? Und wir hatten ja schon für viele Jahre, jeden Sonntag, ne? Ja, ja. Auch einige Leute, denen hat das sehr gefallen, ne? Ich immer. Und du hast, doch, denke schon, ne? Es hat auch Spaß gemacht, ne? Kaffeeklatsch. Ja, ja, ja. Ein Kaffeeklatsch, ja. Ja, richtig. Aber jetzt ist ja das neue Format. Ich sag ja nur, ne? Dann kommt die nächste Person. Es läuft gar nicht weg. Ist, der man muss, weg. Das ist meine Mutter. Ist das bei euch auch so? Ich meine, das ist die Urmutter. Warte, nicht essen. Jetzt musst du auch noch mit mir anstoßen, ne? Ah ja, ich wir sind hier bei Eberts, da gibt es Rituale. Das ist nicht alles so, ne? Also. Bei mir gibt es jetzt nur noch Rituale. Aber ich mach doch auch Spaß hier bei uns. Prüstchen. Sehen ähnlich aus. Prüstchen, ne? Prüstchen, willkommen zu Hause, ne? Aber. Alles ist für mich wichtig. Ja, mit wem man da zusammen man sich selber nicht so wichtig nimmt. Ja. Man muss sich selber nicht so wichtig nehmen. Meine Mama. Das ist auch mein Lieblingsspruch, der ist sogar auf Facebook. Warum Engel fliegen können, weil sie sich so leicht nehmen. Leicht nehmen, ja genau. Leicht ist doch perfekt. Because they take themselves so lightly. Mhm. Ja? Nehmen sich nicht so verdammt ernst. Mhm. Man kann über alles sprechen. Über alles. Ne? Und wie mein Papa, dein Mann, gesagt hat immer, der Ton macht die Musik. Mhm. Man kann alles sagen. Du bist lecker, ne? Sehr lecker, aber ja. Aber hör mal, die Waffeln sind nicht mehr so. Immer so. Immer so. Ja, okay, wir reden ja, wir sind jetzt hier nicht wegen den Waffeln. Die Waffeln sind ja auch nur Mittel zum Zweck. Ne? Das ist auch interessant. Erich Fromm hat darüber gesprochen, dass wir in... Über die Waffeln? In gewisser Weise unsere eigene Waffe, wie wir Menschen im Leben wie ein Mittel zum Zweck benutzt werden. Und alles ist Mittel zum Zweck. Und wir benutzen einander als Mittel zum Zweck. Ne? Wir werden benutzt als Mittel zum Zweck in unserer Gesellschaft, dass wir das machen, was uns von uns erwartet wird. Ne? Ja. Wo wir unsere Rolle erfüllen können und unsere Funktion erfüllen. Ja. Aber dann ist ja auch die große Einsicht hier zu erkennen, wie sich ja, das auf unsere Menschlichkeit ausgewirkt hat. Wenn man sich mal die wirkliche Natur von Kindern ansieht. Wie Kinder eigentlich von überall in der Welt, wie die sind, ne? Wie authentisch die sind. Wie, ja? Die Wahrheit, die können nicht lügen, die wissen das nicht. Die lernen. Aber sie können auch alle lernen. Natürlich, aber die lernen. Natürlich, aber was haben wir gelernt? Wie können wir Kinder helfen? Ist es nicht unsere Rolle, Kinder wirklich zu helfen? Dass sie das wirklich erkennen? Das ist das Allerwichtigste. Nicht Naturwissenschaften und Geschichte und was auch Mathematik, Chemie, was auch immer. Das ist wirklich wichtig. Wir sollten auch lernen, mit Kindern zu lernen, weil Kinder sind eigentlich der größte Lehrer. Okay, das war das Wort. Das Wort zum Sonntag, das ist Brötchen, ne? Ich finde das gut. Willkommen zu Hause, ne? Wie gesagt, ich sage hier nur, ihr seid auch herzlich willkommen. Ne? Müsste ich natürlich vorher anmelden. Ich habe vorhin gesagt, eine Audienz machen wir jederzeit, kein Problem, ne? Auf den Ebertchen Weg. Ne? Auch online, an Zoom. Ich mache viel auf Zoom, auch mit Leuten in Afrika, was ja da einige kennengelernt.
Und das ist schwierig, vor allen Dingen Leute in Afrika, die sind viel, die reden, die kommen immer online, die haben immer was und immer eine Sache und wollen immer Hilfe und reden mit mir. Aber weißt du, was fehlt? Wisst ihr, was fehlt? Weißt du, was fehlt? Die hören nicht zu. Die reden nur. Ja. Hab mich auch so ähnlich, als ich auch in San Francisco war, ich am Obdachlosenheim. Ja? Die Leute dort, die sind so dankbar, wenn du denen zuhörst. Ja? Wenn du denen zuhörst und die reden viel. Und wenn du die aufnimmst und die sind wunderbar, sind doch viele Genies da, verrückte Leute, aber Menschen wie du und ich eigentlich. Ja? Aber das Problem mit denen habe ich gefunden, die haben kein, die können nicht Dinge aufnehmen, die hören nicht zu. Die reden nur. So wie ich, ne? Da gibt es aber auch hier in Deutschland. Ja, natürlich. Aber weißt du warum? Und das ist das Drama. Das habe ich auch gesehen. Überall, auch hier in Deutschland sieht man das. Sieht man in eurer Stadt überall. Leute, die gehen durch die Straßen, reden laut zu sich selber. Weißt du, wisst ihr, das Drama ist, weil die keinen haben, der ihnen zuhört. Das ist das Drama. Das ist das Drama. Deshalb, ne, wir sind hier wirklich was Neues zu machen, ne? Auf jeden Fall. Ne? Hoch die Tassen. Hoch die Waffe. Ja, deshalb die Harzgruppe ist ja das Herz, ne? Und Home is where the heart is, weißt du doch, Dorothy, das bist du doch, vom Zauberer von Oz, ne? Mit Toto. Dann wollten sie ja zum Kansas, zu dem Zauberer, der ihnen hilft, alle ihre Wünsche zu erfüllen. Jeder wollte ja was von ihm, ne? Aber dann, der Zauberer, den gab's ja nicht. Und weißt du, was der gesagt hat? Da führt die Wahrheit hin, das ist der Schlüssel. Der hat ihnen gesagt, dass, hey, was ihr gesucht habt, kann ich euch nicht geben, kann euch keine geben. Das hatte die schon die ganze Zeit. Den Mut hatte er, der Löwe, hat ihn nur nicht gefühlt. Das Herz hatte er schon, war schon da. Ne? Man konnte nicht rein, das Gehirn hatte er schon. Ne? Und Dorothy war schon zu Hause. Und mit dem Bewusstsein ist sie dann wieder zu ihrem Zuhause gekommen. Ne? Und hat diese ganzen Dinge erfahren, wie mit diesen Affen. Die haben mir solche Angst gemacht als Kind. Diese fliegenden Affen, weißt du noch? Ja. Die Hexe auch. Die war ja auch, wie die so gelacht hat. Ne? Du hast vorhin gesagt, so eine Moderatorin hat eine Lache, die auch so ein bisschen hexenhaft ist, oder nicht so nett ist, ne? Nicht hexenhaft, nein, ja, nein. Nicht hexenhaft, das ist so eine sympathische, aber wenn die lacht, das ist so unsympathisch, die kann nicht richtig lachen. Die meckert wie eine Ziege. Ja. Also sowas, die atmet wohl nicht richtig oder was, die hat. Also das ist traurig eigentlich. Atmen. Ich denke jedes Mal, die ist so nett, wenn die lacht. Sowas könnte man doch, ich weiß nicht, ob sie dazu aufnahmefähig ist, aber sowas könnte man doch unterrichten. Aber was kann man doch lernen? Was kann man doch lernen? Natürlich. Was kann man doch lernen? Vielleicht schreibe ich denen mal. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und auch send das Video. Ne? Und, ja. Und ich schreibe denen mal, dass sie unbedingt was mit ihrer Lache. Weil weißt du, was es ist? Und das fühlt man ja auch. Das ist auch ein schönes deutsche Sprache, die das aufgesetzt ist. Aufgesetzt. Das ist nicht authentisch. Das ist nicht natürlich. Ja, die lacht nicht aus dem Herzen auch. Genau. Das ist etwas, ne? Aber. Ja. Das Interessante ist nochmal, als Kinder waren wir ja alle so herzverbunden und so authentisch, ne, und so frei. Da fängt ja wirklich die Reise an. Ne? Als wir als im Paradies vertrieben worden sind, das ist ja symbolisch für unsere Geburt. Ja. Ne? Als wir dann in die Welt verbannt wurden, wir mussten unseren eigenen Weg machen. Ne? Aber du bist jetzt vom Lachen weg. Und ich finde das sehr, sehr interessant, diese Lacherei. Auch als Kind. Nicht? Ich werde nie vergessen, ich hatte eine Freundin, die war eingeladen bei uns in Pommern. Und durch irgendeine Geschichte, wir haben so gelacht. Und wir mussten rausgehen. Die Eltern haben uns rausgeschmissen. Wir brauchen uns nur Anzug. Wir brauchen uns nur Anzug. Dann haben wir losgelacht. Ja. Doch, kennt ihr solche Momente? Ja, sicher. Ja. Das kennt wohl jeder. Doch, der Hammer. Ja. Und die Verbundenheit, die man fühlt, diese Energie, die das auch freisetzt, das ist der Hammer zwischen Menschen. Aber ich kann das jetzt immer noch. Vor wann ist das gewesen? Mit der Silvia, glaube ich. Da habe ich auch mal beide auch so gemacht, dass sie Tränen flossen. Hallo Silvia, wo bist du denn eigentlich? Weißt du überhaupt, wo du bist? Ich glaube, die meisten von uns wissen gar nicht, wo wir sind. Aber die meisten überhaupt wissen überhaupt nicht. Was glaubst du, die Frage, was sie ist? Die meisten wissen überhaupt nicht, wer sie sind. Nicht, wo sie sind, wer sie sind. Das ist ja das Ultimative, da führt ja die Reise hin in einen selber. Entschuldige bitte, ich muss jetzt gehen. Du musst überhaupt nichts, ne? Ich kann immer noch weitermachen, ich kann bis morgen früh reden, ich gehe gar nicht schlafen. Von mir aus. Nee, ich kann nicht mehr ausgeben, ich gebe nicht einen Löffel ab. Okay, nee, das wollen wir ja nicht. Sag nur mal kurz Tschüss, ne? Wir nehmen unsere Zeit, ne? Und wir kommen mal wieder, ne? Ich sag hier nur, sag gerne eingeladen, ne? Tschüssi, ciao.